Hi, ich bin's wieder, Chris, und in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie ihr eine gute und funktionierende YouTube-Video-Anzeige erstellen könnt, also für die YouTube-Ads, für die Werbeanzeige. Ja, gehen wir jetzt erstmal wieder rein hier in unsere Google Ads-Übersicht. Dann auf Kampagnen, hier haben wir unsere Kampagne von den letzten Videos. Da machen wir jetzt auch weiter direkt. Hier ist sie. Und zwar haben wir das direkt mal für mich gemacht und mein aktuelles Produkt und Angebot. Und wenn wir jetzt hier mal in eine Anzeigengruppe reingehen, dann können wir jetzt eben hier bei dem Plus eine Anzeige erstellen oder halt hier eine vorhandene bearbeiten. Anzeige bearbeiten. So. Ja, jetzt läuft es halt so ab, dass wir hier oben ein YouTube-Video festlegen können von uns, was dann halt als Werbeanzeige, ganz normal wie man es kennt, vor anderen YouTube-Videos eben geschaltet wird. Ich lösche das jetzt hier mal kurz raus, weil es war erstmal nur ein Platzhalter. Ja, und hier kann ich euch jetzt eben zwei Sachen empfehlen, die ich selbst auch mal so mache. Und zwar einmal, dass ihr euch bei Canva einfach eine Vorlage nehmt. Und zwar können wir da hier eingeben YouTube Videoanzeige. Da haben wir direkt Vorlagen dafür. Das ist sehr schön. Ja, da sucht ihr euch hier was Schönes raus, was eben zu eurem Thema passt. Suche mir jetzt mal spontan was raus, was eben jetzt zu meinen 4 Ads-Trainings passen könnte. Nehme ich mal eine von den neueren hier oben. Nehme ich jetzt die mal. Sieht ganz clean aus. Ja, und dann könnt ihr eben hier, habt ihr hier mehrere Seiten. Und hier kann man sich auch einmal komplett das Video angucken, die Videoanzeige, wie sie aktuell aussieht. Und dann können wir hier natürlich den Text anpassen. Also wir können auch eine andere Schriftart auswählen. Ja, bei den Vorlagen ist es meist schon ganz gut abgestimmt, deswegen lasse ich das meistens so. Man könnte die Schrift auch größer machen, man könnte sie noch fett machen. Und ja, hier kann man dann eben seinen Text eintragen. In meinem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel eintragen 4 Ads Trainings. Dann natürlich das Video kann man noch abändern. Da kann man sich hier bei Videos entweder eben bei Canva ja, Videos raussuchen, die zu seinem Thema passen. Ich könnte zum Beispiel bei mir eingeben, Affiliate. Könnte gucken, ob ich hier was Passendes finde. Oder eben, ich könnte auch eingeben YouTube, weil es geht ja in meinem Fall auch um YouTube Ads. Oder halt, ihr könnt natürlich auch ein eigenes Video hochladen, hier bei Uploads und dann Medien hochladen. Und dann könnt ihr das dann hier bei Videos eben hier reinziehen. Und da habt ihr das dann. Genau. Ja, falls man jetzt sagt, dass man die Schrift nicht so gut erkennen kann, wegen dem Video im Hintergrund, dann könnte man auch auf die Schrift drauf gehen und kann auch einen Effekt mit einbinden, zum Beispiel mit Schatten. Und dann kann man hier den Schatten schwarz machen und schon sieht man die Schrift eben besser. Genau, ja, dann könnte man hier zum nächsten Videoclip, zur nächsten Videosequenz gehen, das auch noch anpassen und so weiter. Ja, und das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Art, eine coole Werbeanzeige hinzubekommen, die auch ja schön für die Augen ist, schön zum Ansehen ist. Genau, und wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr nur noch hier auf Video Download gehen. MP4 Video in hoher Qualität, alle Seiten, Download und dann könnt ihr euch das abspeichern auf eurem PC. Und dann müsst ihr natürlich in euren YouTube-Account reingehen.
auf euren YouTube-Kanal und dann eben hier das Video hochladen. Wählt ihr dann das Video aus von eurem PC, ladet das hier bei YouTube hoch. Und wenn ihr das dann hier drin habt, hier zum Beispiel habe ich Videos, also Werbevideos von mir für Ads eben drinne, dann geht ihr eben hier auf Details und stellt es auf nicht gelistet, damit man das eben nur sehen kann, das Video, wenn man den Link dazu hat. Und diesen Link kopiert ihr euch dann raus, den Videolink, fügt den dann hier ein und schon habt ihr das Video drinne. Oh, genau. Und das zweite, was ich euch dann jetzt noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, so wie ich es hier eben auch gemacht habe, bei dem Video hier, dass ihr eben euer Handy nehmt und euch halt selbst einfach im Selfie-Modus eben aufnehmt und dann halt ein paar Worte zu eurem Angebot, zu eurem Produkt eben sagt. Am besten eben natürlich die Vorteile ganz klar aufzeigt. Also gleich am Anfang, in den ersten paar Sekunden muss klar sein, worum es geht. Dann eben natürlich die Vorteile aufzeigen. Ja, dann am besten natürlich noch so eine eigene Story mit reinbringen, so, die natürlich auch der Wahrheit entspricht und die auch zum Thema passt. Und ja, Zahlen vielleicht mit einbringen. In meinem Fall habe ich zum Beispiel auch erzählt, dass ich schon 1000 Euro mit Ads verbrannt habe und ihr müsst es halt nicht, weil ich zeige euch, wie es richtig geht und so. Und solche Sachen habe ich hier zum Beispiel erzählt. Genau, und da reicht doch vollkommen ein Video, was eine Minute geht oder weniger als eine Minute. Das reicht vollkommen aus, wenn ihr da alles ja, Wichtige reinbekommt. Und die meisten schauen sich so eine Werbeanzeige eh nicht länger als eine Minute an, wenn sie ja vor einem Video geschaltet wird, was sie sich als nächstes angucken wollen. Ja, genau. Auf jeden Fall so, dass es halt ja, spannend ist und Aufmerksamkeit erweckt. Ja, und dann tue ich jetzt hier mal das Video nochmal nehmen. So, dann mache ich das eben so. Dann können wir hier auf Anzeige speichern gehen. Ja, dann geht es dann nur noch um die Werbetexte. Da kümmern wir uns dann im nächsten Teil, im nächsten Video drum. Und ansonsten können wir dann jetzt hier auch natürlich gegen dieses Video noch ein zweites Video eben testen und dann gucken, was besser läuft. Und dafür können wir einfach hier auf das Plus gehen und eben noch eine zweite Videoanzeige erstellen, dann halt mit einem weiteren Video. Und hier würde ich euch eben immer empfehlen, dass ihr zwei Varianten gegeneinander testet. Ich würde jetzt in meinem Fall einmal ein Video testen, wo ich mich aufgenommen habe, so. Und dann gegen das Video von, was wir bei Canva erstellt haben, testen. Und da würde ich dann hier auch noch das eben bei YouTube hochladen und mir dann den Link hier reinkopieren. Und dann hätten wir da schon die zweite. Ich packe jetzt erstmal kurz ein anderes Video rein. Ja, wir werden dann auch in den nächsten Videos noch ein Praxisexperiment machen, also wirklich ja, eine reale Situation, eine reale Simulation, wo ich wirklich für mich eben YouTube-Ads schalte, für meine vier Ads-Trainings in dem Fall, und wo ich euch dann wirklich zeige, wie genau ich das gemacht habe und wie ich das auch wirklich sonst in Echtheit mache und wo wir uns dann am Ende auch die Ergebnisse angucken und das ein bisschen mal auswerten. Ja, gut, dann packe ich jetzt hier noch fix das andere Video rein. Das müsste dann das sein im Hochformat. Gut, ja, das packe ich jetzt erstmal nur kurz hier als Platzhalter rein, damit wir hier die zweite Variante mal kurz abspeichern können. Ich trage hier kurz mal irgendwas ein, damit man es einfach schon mal speichern kann. Man kann es jederzeit bearbeiten. Ja. Und wie gesagt, im nächsten Video geht es dann weiter noch mit den Werbetexten. Und dann sind wir auch schon bald durch. Genau. Dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen und ein bisschen geholfen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare noch rein, ob ihr schon mal so eine Videoanzeige erstellt habt für eben YouTube-Ads.
Und ja, wie ihr das so macht, habt ihr da vielleicht noch irgendwelche Tipps und Tricks? Und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Chris.